Das Svalbard Global Seed Vault, was auf Deutsch der weltweite Saatguttresor auf Svalbard bedeutet, wurde im Februar 2008 eröffnet. Es wurde als eine Art Arche Noah für Samen errichtet, um die Nahrungsmittelversorgung der Welt im Falle einer möglichen Katastrophe zu gewährleisten und die genetische Vielfalt der Pflanzenwelt zu garantieren. Die Saatgutbank befindet sich auf der norwegischen Insel Spitzbergen und schützt jetzt schon mehr als 1 Million Samenproben verschiedener Pflanzenarten aus 13.000 Jahren Landwirtschaft aus aller Welt. Sie kann bis zu 4,5 Millionen Samenproben einlagern. Eine Probe enthält 500 Samen. Der Saatgutspeicher enthält ebenfalls alle genetischen Informationen verschiedener Arten. Die Daten werden auf analogen Filmrollen übertragen und nicht auf Festplatten oder andere digitale Speichermedien. Diese Rollen werden dann mit den Informationen im gefrorenen Zustand in einer ehemaligen Mine gelagert, was schließlich einen konstanten Permafrost garantiert. Im Falle einer Atom- oder Umweltkatastrophe, welche als Folge Ernten oder Nahrungsreserven vernichtet, können Länder auf der ganzen Welt ihre Vorräte wieder auffüllen. Zumindest, wenn man der offiziellen Version Glauben schenken darf. Angesichts der Bedeutung des Global Seed Vault auf Svalbard werden 13 Millionen Dollar in seine Verbesserung investiert. Nach Angaben des norwegischen Landwirtschaftsministeriums soll ebenfalls ein neuer Zugangstunnel gebaut werden. Außerdem wird ein Servicegebäude gebaut, in dem Kühl- und Notstromaggregate sowie andere elektronische Gerätschaften untergebracht werden, um möglichen Ausfällen des Kühlsystems entgegenzuwirken. Jon Georg Dale, norwegischer Minister für Landwirtschaft und Ernährung, sagte, dass es eine große und wichtige Aufgabe ist, sich um genetisches Material zu kümmern, das für die globale Ernährungssicherung entscheidend ist. Das Saatgutspeichergewölbe auf Spitzbergen ist zu einem Symbol der Spekulation darüber geworden, was in naher Zukunft geschehen könnte. Dies schließt sich mit den Bewegungen von Millionären auf der ganzen Welt an, die Inseln mit Flughäfen, Privatflugzeugen oder Grundstücken mit Bunkern kaufen, die über Nahrungsmittel und Energieversorgung verfügen, um sich im Falle einer globalen Katastrophe selbst versorgen zu können. Wissen Sie vielleicht etwas, was nicht alle wissen sollen? Das egoistische Verhalten von Milliardären und anderen Mitgliedern der Weltelite hat die Menschheit dazu gebracht, die schlimmsten Situationen in der Geschichte zu erleben. Im Falle einer Katastrophe müssen wir gemeinsam handeln, denn nur dann werden wir jede Situation überwinden können, egal wie aussichtslos sie zunächst erscheinen mag.